Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrter Herr Siebert, sehr geehrter Herr Staatssekretär, lieber Herr Willems, sehr geehrter Herr Dr. Reinicke als Geschäftsführer des Landesverbandes der Musikschulen, sehr geehrte Frau Tietke, sehr geehrter Dr. Schrader als Vertreter aus dem Landtag von Sachsen-Anhalt und stellvertretend für alle Kreistagsabgeordneten begrüße ich Herrn Lorz, den Vorsitzenden des Kultur- und Sozialausschusses, sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Dieter Klinke, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste und Ehrengäste. Mit dem Start des neuen Schuljahres vor wenigen Wochen haben Sie, sehr geehrter Herr Siebert, und Ihr Team die alte, aber nun schmucksanierte Musikschule hier in der Bodestadt Oschersleben wieder in Besitz nehmen. Sie mir zu einem kleinen Ausdruck in die Geschichte dieses Hauses. Wir befinden sich in einem Haus aus dem 19. Jahrhundert, das eine wechselvolle Geschichte aufweisen kann. Als Wohnhaus gehörte es immer zur nahegelegenen Bode Zuckerfabrik und beherbergte das Leitungspersonal. Ja, wir als Planer, mein Name ist Isaac Hohmann, Frau Jüli sitzt hier an meiner Seite, hatten vor 14 Monaten das große Glück, diesen Auftrag Musikschule zu bekommen. Wir hatten, wie gesagt, vor 14 Monaten genau den ersten Besichtigungstermin, hatten eine große Liste an Mängeln überreicht bekommen.